Moin, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist mein Praktikumsupdate Woche 8 aus dem Zeitungsfotografie-Praktikum in Bremen. Fangen wir direkt mit dem Montag an. Da war kurz bevor ich zur Arbeit hin wollte, habe ich einen Anruf bekommen vom Lokalen, ob ich eine Aktion in der Neustadt fotografieren kann. Ich so, ja klar, ich habe Zeit, ich mache das. Da wurde mir gesagt, da wird ein Baum gefällt. Oder mehrere Bäume gefällt, beim Delmenmarkt. Ich kannte es nicht, ich bin hingefahren und da waren die auch schon zugange. Ich habe mich einmal kurz vorgestellt, wer ich bin und gesagt, dass ich von der Zeitung bin, dass ich Fotos mache und bin dann etwas weiter weggegangen und habe ein Überblicksbild gemacht. So, und dann fing der Struggle, der Stress, die Beschwerden fingen dann an. Dann kam der erste von den Mitarbeitern vom Umweltbetrieb in Bremen auf mich zu, meinte so, er will nicht auf den Fotos zu sehen sein. Ich so, okay, kein Problem, er ist nur ganz klein, habe ich gesagt. Und wenn auch nur von hinten zu sehen, er so, nee, er will gar nicht drauf sein. Ich sag so, das wird schwierig, weil ich soll das hier quasi dokumentieren. Ich habe halt gesagt, ich versuche Rücksicht zu nehmen auf seine Wünsche, aber es wird schwierig, da das halt so ein Gewusel ist. Ich soll ja halt diese Aktionen fotografieren, denn ein Bild, wo etwas gemacht wird wie ein Baum, der gefällt wird, ohne dass Menschen drauf zu sehen sind, wird schwierig. Ist auch, glaube ich, für den Leser im Endeffekt ziemlich doof und öde. Also habe ich mich dazu entschieden, dann ja ein bisschen nochmal nachzufragen, was überhaupt das Problem ist und worum es hier eigentlich geht. So, dann habe ich nochmal bei der Frau angerufen, die mir diesen Auftrag gegeben hat. Habe gesagt so, hey, hier, die Leute sind dagegen. Die wissen von nichts, dass hier Fotos gemacht wird. Und dann hat die nochmal Rücksprache gehalten mit der Pressestelle von dem Umweltbetrieb. Und die meint, das ist alles abgeklärt. Macht da ein, zwei Bilder ohne Gesichter und dann komm wieder. Ich habe es probiert, ich habe mein Bestes gegeben und am Ende habe ich natürlich auch aus eigener, also aus einfach aus menschlichem Verstand heraus und ein bisschen, wie ich so denke, gehandelt und einfach am Ende nur Bilder hochgeladen, wo man keine Gesichter sieht. Aber immer noch irgendwie vielleicht Mensch mit drauf zu sehen ist, damit es nicht ganz tot wirkt. Ich kann ja hier mal was einblenden. Das habe ich gemacht. Genau. Und dann bin ich zur Redaktion gefahren, habe die Bilder bearbeitet, hochgeladen, habe noch ein bisschen recherchiert, ein paar Anrufe getätigt, telefoniert über zukünftige Reportagen, Fotoreportagen, die ich gerne machen möchte, die jetzt auch endlich klappen. Ich habe endlich einige Zusagen bekommen. Neue Termine stehen jetzt endlich fest. Ja, also ich habe ja Stand Montag hatte ich zwei Reportagen fertig, die Botanica und die JVA. Botanica wurde ja auch schon gedruckt. JVA kommt bald. Und dann stand Montag, war ja noch eine in der Zukunft, wo der Termin schon feststand. Nämlich das mit dem Secondhand-Laden. Dazu kommen wir gleich. Dienstag. So. Da habe ich wieder einen Anruf bekommen vom Lokalen. Diesmal so um 14, 15 Uhr rum. Ich bin direkt hingefahren. Nämlich ein Schiffsunfall. Ein Segelboot ist auf der Weser gekentert. Und passendere Stelle kann es ja nicht sein, direkt vor der DGZES oder S, irgendwie so. Also die Deutsche Gesellschaft für Schiffbrüchige. Direkt quasi vor deren Gebäude ist das Schiff gekentert. Also die Hilfe war eigentlich schnell vor Ort. Dann bin ich da hingefahren und habe schon von Weitem dieses gekenterte Boot gesehen. Es ist einfach nur Wasser gewesen und so ein bisschen guckte raus. Ja. Zu dem Zeitpunkt war die Feuerwehr noch nicht direkt im Wasser vor Ort und die Polizei war noch nicht da. Aber dann habe ich meine Fotos gemacht, habe mich direkt schon hingesetzt, die ersten Bilder hochgeladen und habe dann wieder dahin geguckt. Dann war auch ein Feuerwehrboot dort und auch Polizeiboote waren dort. Und dann ging es auch immer schneller. Und dann wurde am Ende auch eins der Fotos gedruckt am nächsten Tag. Online waren auch schon welche vorher zu sehen. Das heißt, da habe ich Bilder gemacht, mich hingesetzt, mit dem Laptop Bilder bearbeitet, hochgeladen, weitere Bilder gemacht und wieder hochgeladen. So. Das war das für einen Dienstag und habe danach einfach nur noch wieder Mails beantwortet und telefoniert. Kommen wir zum Mittwoch. Da gab es wie jeden Mittwoch am Anfang das grüne Sofa-Gespräch mit meinem Chef. Das war auch, lief sehr positiv ab und wir haben viel besprochen und nochmal habe ich ein paar Tipps bekommen. Und ja, einfach ein paar Fragen geklärt, Reportagen geklärt, was so demnächst ansteht an Aufgaben, wo ich mich einbringen könnte, wo ich mich quasi freiwillig, wo ich freiwillig fragen könnte und anbieten könnte, wo ich was machen kann.
Genau. Und dann habe ich am Mittwoch meine dritte Reportage fotografiert. Zusammen mit der einen Volontärin bin ich zusammen zu einem Second-Hand-Laden gefahren. Defibrillator heißt der. Da habe ich dann eine Reportage fotografiert und habe danach dann noch eine Aufgabe für lieben Thomas gemacht. Denn ich habe am Morgen nochmal die E-Mail bekommen, dass nicht alle Hochkantfotos fertig sind, dass wir die ganze Zeit ein bestimmtes Motiv übersehen, vergessen hatten. Nämlich das Stadion, das Weserstadion vom Werder Bremen. Da fehlte noch ein Hochkantbild, das habe ich dann nochmal gemacht. Und bin am Abend dann nochmal am Defibrillator an dem Secondhand-Laden vorbeigefahren, um nochmal eine Außenansicht zu machen, weil am Vormittag war das Licht ziemlich doof. Die Sonne schien. Schlecht. Das piep ich, glaube ich. Auf jeden Fall. Genau, das war es eigentlich so mit schon zum Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag. Da habe ich dann die Aufgabe bekommen, die Vertretung zu sein. Die Aufgabe habe ich, glaube ich, am Mittwoch bekommen. Da hat mich dann die eine freie Fotografin gefragt, ob ich ihren Auftrag übernehmen könnte, weil sie doch keine Zeit mehr hat. Und das war nämlich die Aufgabe für die Wirtschaft, für die Wirtschaftsseite, für den Wirtschaftsreporter, den zu begleiten zu der Grundsteinlegung. Das Titelbild von diesem Thumbnail von dieser Folge ist auch von dieser Grundsteinlegung. Da wird eine Wasserstoffanlage errichtet. Heybet heißt die. Auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände von der SWB. Direkt am Stahlwerk, beim Stahlwerk, um Wasserstoff, Grünwasserstoff zu erzeugen für das Stahlkraftwerk hier in Bremen. Das Stahlwerk. Genau, irgendwie so. Da war dann der Bürgermeister Bovenschulte, da war dann die Wirtschaftssenatorin, die Umweltsenatorin. So ein bisschen, weil jetzt ja Wahlkampf ist, waren da ein paar Politiker wegen Händeschütteln, Bilder machen. Da war die Presse, da war extrem viel Presse, ZDF, Radio und noch viel mehr. Und halt wir vom Weser Kurier waren dort. SWB-Vorstand und der Kraftwerksleiter, also dieser Stahlwerksleiter war dann auch noch da, der Vorstand. Da waren echte Menge Leute, da haben wir die Bilder gemacht, also ich habe die Fotos gemacht und dann gab es im Nachhinein, nach dem Pressetermin dort auch noch eine kleine Verpflegung, ein kleines Buffet, ein bisschen was zu essen und zu trinken und dann wurden wir wieder mit einem Shuttlebus, so wurden wir auch aufs Gelände gebracht, mit dem Shuttlebus wurden wir wieder abgeholt und wieder zum Parkplatz gebracht, da nicht einfach jeder auf dieses Kraftwerksgelände oder Stahlwerksgelände kann. Ja, und dann sind wir wieder zurück zum Pressehaus gefahren. Der gute Herr hat mir gesagt, er braucht die Bilder noch am selben Tag, bis abends. Und dann habe ich mich daran gesetzt, die Bilder fertig zu machen und bin dann auf dem Heimweg noch an einer Baustelle vorbeigefahren, wo ich jeden Tag, eigentlich also fast jeden Tag dran vorbeifahre, wo hier etwas in Bremen gemacht wird. Mittlerweile habe ich mich mit den Baustellenleuten da, mit den Bauarbeitern angefreundet. Ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Ich habe mit denen geredet, ich habe Fragen gestellt, was mich so persönlich auch interessiert hat. Zum Beispiel den Kranführer habe ich einige Fragen gestellt und ja, mittlerweile kennt man sich so ein bisschen von mehrmals sehen und ein bisschen quatschen und dann konnte ich da auch noch an dem Tag einen neuen Bauabschnitt ein bisschen begleiten und konnte sehen, wie der Taucher eingesetzt wird, weil da wird so ein Wehr oder irgendeine Anlage wird halt ausgetauscht. Das war ziemlich interessant. Mal gucken, vielleicht kann ich das für eine zukünftige Story irgendwann mal benutzen, aber aktuell ist da nichts geplant. Ich dokumentiere das einfach so, ohne einen anderen Presse-Hintergrund. Kommen wir zum Freitag. Da habe ich heute am Freitag Autofotos gemacht mit der Kollegin von den Sonderthemen für den Motormarkt. Das ist ja so eine Beilage, die es am Wochenende gibt. Ja, hat gut geklappt. Danach habe ich die Fotos bearbeitet und weitere E-Mails heute geschrieben, ein paar Sachen geklärt, die noch offen waren. Und ja, jetzt steht für nächste Woche noch auf jeden Fall eine Reportage an. Noch ein Autotermin und noch ein paar andere Sachen stehen für nächste Woche an. Ja, das ist es so schon mal für nächste Woche. Ein kleiner Vorausblick, was da so noch passieren wird. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in dieses Praktikum, in dem, was ich da so mache.
Genau, und deswegen wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ihr hattet hoffentlich ein schönes Wochenende, ihr hattet hoffentlich eine schöne Woche. Dankeschön fürs Schauen dieses Videos. Über ein Abo oder ein Like würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.